Hey Jons hier von newgadgets.de und ich bin gerade in London, denn hier hat Huawei ein neues Smartphone vorgestellt, ihr aktuelles Spitzenmodell, und zwar das P8. Ich habe hier auch nochmal das P6, nur mal so zum Vergleich. Beim P7, was jetzt natürlich hier in der Mitte angesiedelt ist, ist das Display ein bisschen größer, aber es wurde auf dieses Design zurückgegriffen, also hier mit dem abgerundeten Boden. Das hat sich jetzt hier geändert beim P8, das gibt es nicht mehr. Ist jetzt ein neueres Design. Wie man sieht, wurden einige Designelemente behalten, also es ist noch erkennbar als Huawei P der P-Serie. Und ich muss sagen, fühlt sich richtig gut an. Es ist ein Aluminium-Unibody-Gehäuse, also alles aus einem Guss. Fühlt sich gut an, hat ein 5,2 Zoll Display und eine Auflösung von Full HD. Wenn wir jetzt mal einschalten, seht ihr, haben wir Android 5.0 mit der EMUI 3.1, also das ist die Benutzeroberfläche von Huawei, die kann dann mittels Themes auch noch individuell angepasst werden. Und kommen wir mal ein bisschen zu den technischen Daten. Das Prozessor ist ein HiSilicon 930, also aus dem eigenen Hause von Huawei, verbaut. Das ist ein Octa-Core, 8 Kerne, 4 Kerne davon sind mit 2 GHz getaktet und 4 weitere sind mit 1,5 GHz getaktet. Und dazu gibt es noch 3 GB Arbeitsspeicher, sollte also auf jeden Fall für die meisten Anwendungen reichen und für die ganzen Spiele. Als GPU kommt ein ARM Mali T628 zum Einsatz. Es gibt 2 Speichervarianten, einmal 16 GB und einmal 64 GB, aber ihr könnt den Speicher auch nochmal hier an der Seite mittels MicroSD-Karte erweitern. Und wenn wir schon mal hier an der Seite sind, jetzt gehe ich mal kurz aus, haben wir hier den Nano-SIM-Karten-Slot. Das hier ist ein kombinierter Slot, also hier könnt ihr eine zweite Nano-SIM einsetzen, also als Dual-SIM-Smartphone benutzen, oder eine MicroSD-Karte einsetzen, um den Speicher zu erweitern. Hier ist der Power-Button, Lautstärke-Wippe, hier oben Kopfhöreranschluss mit einem Mikrofon für Noise-Canceling und hier unten dann der Lautsprecher und ein Micro-USB-Port. Vorne haben wir eine 8-Megapixel-Frontkamera, gut für Selfies oder auch Gruppen-Selfies, Groofies genannt. Auf der Rückseite eine 13-Megapixel-Kamera und da ist Huawei ganz stolz drauf, denn die soll wirklich sehr gute Bildergebnisse liefern, da hier ein guter neuer Sensor und der verbaute ESP, also der Image Signal Processor, soll sich auf DSLR-Niveau befinden. Und hier seht ihr auch nochmal eine zweifarbige LED, also super für schlechte Lichtverhältnisse. Das Smartphone hinterlässt einen guten ersten Eindruck und mir gefällt vor allem das Unibody-Gehäuse, fühlt sich wirklich super an. Alles schön flüssig. Wir haben hier genügend Leistung für alle Anwendungen und Spiele. Und auch die ersten Bilder, die ich schon mit der Kamera gemacht habe, könnt ihr auf jeden Fall sehen lassen. Bald wird also auch noch mein Testbericht zu dem Smartphone erfolgen. Und dann seht ihr auch nochmal die ganzen Bilder in vollster Auflösung. Und ihr könnt dann nochmal sehen, was man mit dem Smartphone so alles machen kann. Und was mir natürlich auch direkt bei der Nutzung auffällt, es ist ein sehr dünner Displayrahmen hier. Das sieht schon sehr schön aus und preislich startet es ab 499 Euro für die 16 GB Variante und 599 für die 64 GB Variante. Also da kann man auf jeden Fall auch nicht meckern. Ab Mai ist das Huawei P8 dann verfügbar. Außerdem wurde auch noch das Huawei P8 Max vorgestellt. Das ist ein bisschen größer. Das hat ähnliche Hardware, aber eben ein größeres Display für alle, die eben auch noch ein Tablet wollen, also ein Smartphone mit etwas größerem Display. Das hier mit 5,2 Zoll finde ich aber eigentlich schon von der Größe für mich persönlich ausreichend. Aber ich kenne genug Leute, die sagen, ja, das ist dann doch ein bisschen zu klein, da hätte ich doch gern ein größeres. Also das ist hier mein erstes Hands-on vom Huawei P8 gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen hoch gebt auf YouTube und meinen Kanal abonniert. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.